an der Stelle einmal ein richtig, richtig fettes Dankeschön an Rhino Shield, die das Ganze hier erst möglich gemacht haben. Damit nicht nur wir top ausgestattet sind, sondern auch unser Notfallhandy. Haben wir die Rhino Shield Hüllen super stabil, gibt es auch sau viele Designs. Könnt ihr sehr gerne abchecken auf rhinoshield.de. Gibt es auch Game of Thrones, League of Legends, alles Mögliche. Und hier haben wir noch das ganz Interessante, wir haben nicht nur die Hülle bekommen, sondern auch dieses Notfallhandy von Rhino Shield. Und mein Bruder hat ein viel, viel älteres Handy, das ist so wie ein iPhone 13. Und wenn das am Ende heil ist, bekommt er es. Ich habe genau einen Baum getroffen. Heil geblieben, sieht gut aus. Geil, noch heil. Dies ist die Geschichte von vier mutigen Nerds, die sich gemeinsam auf die bislang härteste Expedition ihres Lebens begeben. Es ist einfach kalt. Es ist arschkalt. Angeführt von Expeditionsleiter Otto Bulletproof reisen Trimax, oh. Mickey TV, so. Chef Strobel, irgendwie passt gerade nicht mehr, und Niki. Okay, let's go, Leute, let's go. Zeit, rennt. Komplett unvorbereitet in den Norden Skandinaviens, um unter arktischen Bedingungen an ihre körperlichen und psychischen Grenzen zu gehen. Es ist so anstrengend und es wird morgen noch viel anstrengender. Als eingeschworenes Team müssen sie es schaffen, den Zielort innerhalb von 80 Stunden zu erreichen. Halten alle vier Teilnehmer bis zum Ende durch? Das ist die ganze Zeit übel und schlecht. Werden sie als Team agieren? Werden die Challenges zu hart sein? Besiegen die Nerds die Natur? Wir sind das Team. Oder wird die Natur die Nerds besiegen? Ich nehme euch alle Hoffnung. Ja. Es geht jetzt erst los. Die bringen uns jetzt ins absolute Nichts. Das ist es. Nerd in the Dirt. Präsentiert von Rhino Shield. Hamburg, Helsinki. Hamburg, Helsinki. Wo ist Mickey? Mickey hat sich jetzt was zu essen geholt, noch kurz. Die haben wir noch. Was? Minuten. Ja. Ja, ich setze wieder an den Flieger. Wie heißt der Nachname? Dolais. Darf man da lachen? Ja, genau. Leon, Michael, Max und Niklas. Ja, ja. Michael fehlt. Er hat gesagt, sein Magen knurrt so. Ja, sonst machen Sie eine Durchsage, dann kommt er direkt. Ja, Durchsage sonst. Wäre das komisch, wenn mein Bruder die Durchsage macht? Oder geht das nicht? Nee, das ist Flughafen. Das ist Dolais, ja? Ja, Dolais. Dolais, hurry the fuck up. Hey, moin, Jan hier, guten Tag. Wo finden wir? Wir suchen Mr. Dolais. Hier umgedreht, ja. Der steht da, der ist hier vorne. Guten Appetit. Jo Leute, was geht? Chef Fruß hier am Start mit einem neuen Video. Wir gehen jetzt nach Helsinki oder fliegen jetzt nach Helsinki. Danach fliegen wir nach Ivalo. Ich weiß nicht, ob da jemals jemand hier war. Hey Leute, der Strobel macht auch Videos, da könnt ihr mal auch mal abonnieren. Darf ich eine kritische Rückfrage stellen? Eine kritische Rückfrage, ja. Ich finde schon, dass du es ein bisschen nüchtern machst, so ein Intro. Nüchtern? Ich kann jetzt nicht so viel Bock drüber. Kriegst du da ein bisschen Pep rein? Aber das bisschen ist so wie Dixon. Das ja. 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 Du sagst ja auch nur Moin Leute, Trimax hier. So. Ja, Max aber macht der Hype schon. Da ist schon Max Feuer. Feuer. Ich mach, ja. Aber du freust dich doch auch, du hast doch immer die Vorfreude. Ja, das kam jetzt gar nicht rüber im Intro. Ja, weil das ist ja auch gar nicht das richtige Video, das ist das Pre-Video. Achso, das ja, Pre-Video von dem Behind the Scenes. Das ist Strubelsfläche, ist klar, absolute Frostbeule. Sobald das Wasser nur 21 Grad hat, frierst du. Sobald ein Windzug kommt im Sommer bei 22 Grad raus im T-Shirt, frierst du. Jedes Mal musst du Fenster zugemacht werden, du bist eine absolute Frostbeule. Ja, also ich bin manchmal schon Kälte empfinde ich, aber wenn wir viel unterwegs sind, dann geht's. Also es muss in Bewegung sein. Okay. Für minus 20 Grad Finnland ist das eine sehr schlechte Schwäche. Ja, aber wie gesagt, wenn ich mich viel bewege, geht das. Wir sind jetzt Helsinki am Flughafen, aus Hamburg hierher geflogen. Und zwei Stunden war der Flug oder so. Und jetzt fliegen wir nochmal zwei Stunden nach Ivalo, der nördlichste Flughafen Europas. Das ist mal ein Fakt. Ja. Wir sind jetzt in Ivalo angekommen.
Es ist schon sehr kalt und auch windig, aber das ist jetzt auch gerade nur so kalt, weil wir gerade aus dem aufgewärmten Flugzeug rausgekommen sind und weil wir noch falsch bekleidet sind. Ja, und weil es auch ziemlich windig ist. Deswegen lasst direkt in den Flughafen reingehen. Wie ihr schon seht, haben wir einmal hier schön vorbereitet, noch nicht die gesamte Ausrüstung. Das heißt, in jedem Rucksack vor euch ist das, was mit auf die Reise geht. Mhm. Plus, ihr seht hier rechts von euch sogenannte Pulkas. Das heißt, Schlitten, die immer zwei Mann zusammen, nicht gemeinsam ziehen, aber einer zieht, der andere hat Pause, dann wird übergeben. Ah, okay. Da sind dann zum Beispiel drin sowas wie die Schlafsäcke, das Essen, eine Schneeschaufel, Seile, Sägen, ein Beil, also all das, was wir wirklich draußen brauchen. Wie schwer ist das? Ach so, sieht doch gar nichts. Nein, nein, nein. Super. Da ist aber noch kein Essen drin. Kann man im Notfall auch einen Chef Strobel mitziehen? Was? Nur verletzt bist du, Herr Strobel, ziehen wir dich. Wer weiß, was kommt. Ja? Wo wir es noch brauchen können. Hinter euch sind die Skier, die wir dabei haben, mit einer speziellen Bindung, die auch so beim Militär genutzt wird. Mhm. Also quasi die wir über eure Stiefel, ihr kriegt nachher noch die passenden Schuhe, alle Mann natürlich. Und damit von A nach B halt kommen werden. Ja. Ausrüstung, also nichts mit Kraft gegen Widerstände machen, Reißverschlüsse, Plastik, Metall bricht bei enormer Kälte. Die haben wir jetzt nicht, deswegen sind aber auch spezielle Rucksäcke mit speziellen Schnallen und Material, was halt Temperaturen abhaben kann. Nur deswegen, hier in der Wildnis, denkt, ist es nicht schnell arbeiten, sondern langsam arbeiten. Wir haben nur eine Axt mit, halt echt überlebenswichtig, damit wir damit Brennholz machen. Dasselbe ist halt, wenn eine Säge zum Beispiel zerbricht, bei Skistöcken müssen wir ein bisschen aufpassen, weil sonst, wenn einer Skistock zerstört und hat nur einen, und wir sind draußen, haben nur x Kilometer, schlecht. Ganz wichtig, Temperatur. Wann immer jemandem kalt wird von euch, das früh genug sagen. Denn wenn du hier merkst, deine Füße werden kalt, die Zehen, kriegst du die normalerweise kaum wieder warm. Das heißt, immer so ein bisschen die Füße unten bewegen, die Zehen. Weißt du? Also Klavierspielen, sagen die einfach hier im Norden, damit einfach durch Blut angeregt wird. Es sollte keinem kalt werden, nur wenn, ist echt die Regel Nummer 1, bevor einer da steht, denkst du, ja okay, ich ertrage das jetzt, ist halt scheiße. Okay. Weil daraus kann, wenn es wirklich kalt wird, schnell eine Notsituation entstehen, das wollen wir nicht. Wichtig ist, schwitzen sollte man nicht, denn wenn ich schwitze und stehe dann, mache Pause, es wird kalt, zieht sofort die Temperatur aus dem Körper. Ganz wichtig auch noch, alle kriegen Stirnlampen, die unfassbar hell sind. Man redet bei Mutma oder mehr von Lichthygiene, das heißt, die Iris oder das Auge braucht ungefähr 30 Minuten, um sich an Dunkelheit zu gewöhnen. Das heißt, sind wir unterwegs, stellen wir eigentlich immer nur auf Rotlicht. Rot ist das taktische Licht, weil das nicht ganz so wild beeinflusst mein Auge und nicht so ein helles LED-Weißlicht. Ja, wie viele Sonnenstunden? Sonne werden wir nie sehen. Also, das heißt nicht, dass es nicht ganz hell wird. Ja, ja. Genau. Erstmal, ja, ja. Die Sonne bleibt immer unter dem Horizont. Ja. Aber fälschlicherweise wird ja oft gesagt, ja, das ist ein halbes Jahr dunkel, so wie jetzt. So ist es aber nicht. Sondern wir werden es wirklich hell hier haben. So ab 9 bis 15 Uhr ist es wirklich gut hell. Du kannst alles sehen, du siehst nur die Sonne physisch nicht. Ganz wichtig, wenn wir draußen sind, jede Kontakt mit, oder Form von Kontakt mit Wasser vermeiden. Was bedeutet das? Wir haben Strecken, wo wir Flüsse überqueren wollen, wo wir schauen müssen, sind die überhaupt gangbar? Also ist es kalt genug? Denn wenn einer einbricht, wir reden jetzt nicht vom Ertrinken, sondern eiskaltes Wasser, das hatten wir eben im Auto das Thema, dann ist das tatsächlich Not. Genau, als nächstes, so, pick mal das nächste Mal raus, was hast du? Step by step. Step by step. Das ist die Unterwäsche, die auf dem Körper tragen. Woolpower ist Merino-Schurwolle, also echte Wolle. Wir haben nur diese Sachen an und dann das Outfit, was oben drüber außen schon kommt. Also nicht dieses typische, wir haben 5 verschiedene Schalen im Prinzip, sondern das haben wir an. Und dann die Schicht, die wir außen haben. Wenn wir eine Pause machen, es wird kalt, haben wir noch eine Jacke, die dazwischen kommt. Also davon maximal haben wir, 3 davon Schichten. Haben wir nur eins. Das heißt, für 4 Tage werden wir davon eins haben? Da dürfte nur eins mit drin sein. Tatsächlich. Okay. Ja, weil nur das Minimalste, was wir brauchen. Wir sind ja 3 Tage draußen. Du darfst ja eh nicht, schwitzen. Genau. Ja. Dann müssen wir doch nicht denken. Ja, aber ansonsten ist das Thema, wie schnell hat man halt unfassbar viel mitgenommen. Und davon noch einen Ersatz. Und davon noch. Ja, und davon noch. Ja, ja, klar. Das ist so. So, als nächstes müssten von jedem für jeder 3 Paar Socken mit dabei haben. Das die grünen, da habt ihr ein langes grünes Paar Socken. Das ist unser Standard. Also das längste, was wir haben, das ist hier das lange Paar, das was angezogen wird. Zwei verschiedene. Genau. Die einen sind kurz, die anderen sind lange. Warum 2 grüne? Wir kommen nachher zu den Schuhen. Und in den Schuhen sollen wir es natürlich möglichst bequem haben. Deswegen auch ordentlich Nummern größer.
damit wir die Möglichkeit haben, wenn das nicht bequem genug ist und wir sagen, da ist noch ein bisschen viel Platz, ziehen wir über das lange Paar noch das kurze grüne Paar drüber an. Oder wenn ich merke, es ist mir wirklich viel zu kalt. Aber da muss schon ganz viel passieren. Wollunterwäsche. Okay. Also bitte den beliebten Borat-Anzug ausziehen, wenn ihr eine Haare habt. Und was kommt als nächstes? Genau. Probiert's mal an. Und da fühlt man sich auch irgendwie direkt ein bisschen mehr nach Survival. Geil. So, ist bei jedem die Jacke gut groß, ja, oder? Ja. Kann sie zu groß sein? Nö, kann man einfach nicht. Nein, nein, nein. Er ist tatsächlich, guck mal, selbst hier. So, ja. Oh ja, krass. Wintersachen müssen immer damit einfach genug Luft zirkuliert. Also das Schlimmste, was man hier macht, ist hier den Gürtel zupressen. Ja. Weil dann hast du hier unten ein Klima und hier oben und dazwischen wird abgespült. Ja. Also du bist tatsächlich entspannt unterwegs. Sieht immer ein bisschen aus wie so ein Michelin-Männchen. Ja, hab ich gar nicht gesehen. Hier steht die besonders gut. Danke. Passt zum roten Mal. Ja, das seht ihr, das seht ihr. Na, wenn ich irgendwie zu 2 Kilometer weit weg bin, genau. Da kennt ihr mich trotzdem. Du brauchst einfach 5 Kilometer dahin. Du hast als einziger keine Warnfackel. Ja. Dann hat jeder einen Packsack da drin. So. Ah. Ihr habt also einmal einen, nennen wir ihn jungfräulichen. Ich zeige euch mal, wie meine aussieht. Ich guck mal, wie er unten runter und sowas aussieht. Also der hat schon was erlebt, ne? Ist das die Schuhe, die da mitgeliefert wurde, oder hast du sie selbst gebaut? Das habe ich selber gebaut. Hä, wo hast du... Wie sehe ich aus mit einer Mütze? Witzig, wie ein Rapper. Du siehst aus wie Eminem. Wie Rapper? Ja, du kannst Rapper sein. Ich sehe mit Mütze immer so doof aus. Ja, bist du auch so ohne. Okay, du siehst doof aus und er sieht fresh aus. Ja. Krass. Ja. Wo ist es? Ich habe die Mützengene bekommen. Was ist das? Isolation. Wer sagst du zu mir? Das musst du machen. So ein bisschen. Passt zu mir, oder? Ja, du bist der absolute. Du hast voll, du rockst Mützen. Aber ja. Auch weil hier deine Dauerwelle so ein bisschen. Ja, du kommst so ein bisschen hier vorne raus, die Locken. Das ist ja wie ein Angelprofi. Ja, das ist so der Holzfäller. Ja. Oder Holzfäller, passt, genau. Guter Holzfäller. Was ist mit Mickys Bart, wenn es richtig kalt wird? Zeig mal dein Bart. Kann er richtig zufrieren? Ziel von uns beiden muss ja eigentlich sein, dass wir so ein geiles Weihnachtsmannbild bekommen. Ja, das ist so Nordpol-Expedition. Alle Mann sind gestorben, nur noch wir beide haben überlebt. Weißt du, weißt, was ich meine? So ein Bild brauchen wir. Eiszapfen hier über dem Bart. Ist mein Bart auch? Oder? Nein, der ist zu kurz. Nee. Ich hätte ihn noch wachsen lassen. Wenn nichts mehr drin ist, haben wir noch ein Innenfach, ein Deckelfach, ein sogenanntes. Das heißt, da wo der Deckel, ich sage mal Deckelfach, umklappen, ist hier ein Reißverschluss, ja, wo okay. Noch mal ein paar Sachen drin sind. Ah, okay. Wow, was hast du denn alles? So, da hat jetzt jeder drin zum Beispiel 2 Rettungsdecken. Dann habt ihr mit dabei so ein bisschen Kordel, das ist die schwarze. Ja. Einfach zum Basteln, zum Dingen zu befestigen. Okay. Dann müsste drin sein weiße Schnur. Auch noch eine kleine. Genau, ja. Die ist nahezu feuerfest. Die können wir zum Beispiel mit an unser Essgeschirr festmachen. Ah, okay. Ja. Dann haben wir drin eine. Weiß jemand, was das ist? Komm, ich frage einfach mal, bevor ich es einfach sage. Mickey weiß das. Mickey weiß das, was das ist. Was das ist? Das hier? Schätz mal. Zeig mal. Ich sehe es nicht. Gar keine Ahnung. Mickey, zeig mal. Zeigen. Was soll das denn sein? Ich sag auch irgendwas zum Essen, sonst wäre es ja dann nicht drin, oder? Das ist, hat zum Beispiel auch so eine Portion. Die nordischen Armeen haben das, ist eine sogenannte Falttasse. Tasse! Das heißt, ich kann die einfach aufklappen und habe dann damit eine Tasse. Ja, eine Portion. Oh, jetzt geht's richtig an Survival ran. So. Jetzt erst? Jetzt erst. Bei dem Taschenmesser. Und Kompass und Feuer. Jawohl, einer, der es verstanden hat. Ja, Feuerstahl. Ich bin drin. Ich glaube, auf Feuer machen freue ich mich vielleicht sogar am meisten. Schaffen wir das? Was sagst du? Ja. Ich schaff's anzumachen, ob ihr es einmal. Das wäre, also ist das Ziel natürlich. Das ist ja alle. Ziel. Das wäre schon echt genau. Cool. Ja, das muss ich auf jeden Fall. Das muss ich auch schaffen. Also, das muss ich auch schaffen. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Wenn man so aussieht, dann kriegt man es von alleine. Ja. Draußen haben wir die Pulkas und das zeigen wir natürlich dann draußen. Wir haben die jetzt vorbereitet, das dauert ein bisschen. Wie man es richtig einschlägt ineinander. Wir haben die Rentierfälle, da sind von jedem die Schlafsäcke von euch drin. Da sind okay. Isomatten drin. Wir haben eine Isomatte, dann Rentierfell und dann Schlafsack. Genau, das können wir draußen. Ja. Ach, muss ja dann ein super Schlafsack sein. Das ist ein super Schlafsack. Okay, gut. Wir hatten ja gar keine Vorstellung, was auf uns zukommt und was wir hier für Equipment haben, was uns der BW Online Shop zugeschickt hat. Otto hat alles das Geilste rausgesucht, ist absolut krass alles. Das hat so viele Funktionen, wo wir am Anfang gar nicht wussten, wofür das ist. Allein die Jacke hat irgendwie 8 Taschen. Dann war uns gestern zu heiß, man darf nicht schwitzen, dann werden die Sachen feucht, wir kriegen das nicht trocken. Hat hier Reißverschlüsse an den Seiten, um das alles einmal komplett zu durchlüften, was super praktisch war. Der Rucksack, die Falltasse, wir wussten gar nicht, was das ist. Den Löffel, den Topf, das ganze Multifunktionsgeschirr, das ist alles schon wahnsinnig gut durchdacht. Also wirklich ein unglaublich geiles Equipment.
könnt ihr mal sehr gerne den Shop abchecken. Da werdet ihr auf jeden Fall fündig, wenn ihr Bock habt auf ein richtig geiles Survival-Abenteuer. Und mit Code Trimax könnt ihr noch 10% sparen. Wir können ja mal eine von den Pokers aufmachen, wenn ihr wollt. Ja. Ja, wir sehen, wie sieht das aus, das Rentierfell. Ich meine, Schlafsäcke brauchen wir nicht auspacken, das tun wir dann da. Also warum nimmt man eine Pulka? Weil natürlich alles, was ich am Rücken habe, bei so, ich sag mal, Witterungsverhältnissen Blödsinn ist, ne? Weil ich so habe ich nur diese, ziehe etwas hinter mir her, was ich mich aber komplett fast frei bewegen kann. Und es ist einfach nicht so schwer, etwas wie ein Schlitten einfach hinter sich herzuziehen. Im Gegensatz zu einem Rucksack zu tragen und das auf Skiern, je nachdem, wo ich lang gehe. Unten drunter sind die Schlafsäcke, da sind die Isomatten. Sowas muss man immer zu zweit ziehen. Ja, einer zieht das. Also wir teilen morgen ein Buddy-Team quasi ein. Mhm. Und einer zieht die Pulka, der andere hat Pause. Dann macht man nach 20 Metern oder was auch immer, ist der nächste dran. Ziel ist schon, wir kommen hier an und sagen, wenn wir durch sind, richtig platt, richtig durch. Geil, Sauna, Essen. Oh, ja. Oh. Erlebnis. Gut. Oder? Ja, halt ich Bock drauf. Ja. So muss es sein. Auf jeden Fall. Ja, wir haben eine Spezialität, die es halt nur hier im Norden gibt. Und zwar Schneehuhnsuppe. Also die wird man nur in Deutschland finden können, dass man auch irgendwas Schneehuhn isst. Mhm. Deswegen was ganz Regionales. Cool. Menge Energie, ist natürlich auch nicht fett drin. Ganz anderen Geschmack, bin gespannt, was sie sagt. Selbstgemachtes Brot gibt es heute noch. Also eine energiereiche Nahrung, ja. Was ist da jetzt alles drin in der Suppe? Also das Schneehuhn? Dann haben wir hier alles mögliche an Gemüse. Ist das was für dich? Siehst du doch, ja klar. Ich bin Zeig, stark. Du weißt es in der Kamera. Ja, es ist glühend heiß. Ich esse es auf, hör mal pro. Okay, dann du bist sowieso was gut. Nee, du kannst das nicht. Nee, du darfst immer reden. Du machst das so super. Nein, er macht immer die Reden. Ja, gut, dein Format, deine Reden. Da muss schon eine Rede sein. Toll, dass ihr alle hier seid. Danke. Das sagt man am Anfang immer. Und ich freue mich mega auf morgen. Werden die 4 Teilnehmer den Zielort erreichen? Bleibt gespannt auf die nächste Folge Nerd in the Dirt. Präsentiert von Rhino Shield. Arthur, ich hab's leider direkt wieder vergessen. Es war 8.30 Uhr Abfahrt bereits. Seit 8.30 Uhr geht Michi raus duschen. Ich werde zusammen mit Chef Strobel im Buddy-Team einen Hundeschlitten fahren. Ich hab das noch nie gemacht. Der kriegt ich direkt zu Beginn der Reise einen kaputten Ski. Der Skistock ist leider auch komplett verbogen, wenn wir versuchen, wieder heil zu machen. Zack! Das erste Mal auf Finish gehobelt. Könnte man so auch anders interpretieren. Jetzt haben wir drauf, ist gut. Geil, wenn das Niveau der nächsten Tage wird.